Max Fabigan und Robert Lauer präsentieren, wenn es wirklich so wäre. Dieses Mal kümmern wir uns um Wir schauen uns an, wie man sich im Wunderland am effektivsten entspannt und wie man Uhren repariert. Danach wenden wir das Erlernte in einer aus dem Leben gegriffenen Situation sofort praktisch an. Wir bitten um Ruhe während der Vorführung. Oh. Well, no wonder you're late. Why, this clock is exactly 2 days slow. 2 days slow? Of course you're late. My goodness. We'll have to look into this. Aha! I see what's wrong with it. Butter, of course, it needs some butter. Butter! Butter? Butter, oh, thank you, butter. Yes, that's fine. Tea? Tea? Oh, I never thought of tea, of course. No, tea. No, not tea. Sugar? Sugar, 2 spoons, just 2 spoons, thank you, yes. Please, be careful. Jam? Jam, I forgot all about jam. Just show you what a place to do. Mustard? Mustard, yes, but mustard? Hallo, was kann ich was denn da machen? Sie macht die Uhr auf. Herr, sagen Sie mal, haben Sie einen Boscher? Sie können an der Uhr mit Senf aufmachen. Das ist ein grobes Werkzeug. Sie wissen genau, wenn das auf das Schwungradl aufkommt, die Uhr nicht wieder richtig. Sie führen sie auf, wenn man da Autos repariert an. Ja, aber wie soll ich die Uhr sonst aufkriegen? Herr, Sie haben Arsch, stellen Sie nicht so Pepperl an. Mit Butter, mit was sonst. Wie lange arbeiten Sie schon bei mir? 2 Jahre. 2 Jahre? Das lernt man im ersten Lehrjahr. Zuerst einmal ein bisschen Butter auf die Uhr auf, damit man es aufkriegt. Dann ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker rein, damit man sieht, wo der Hund ist. Und dann, je nach Schaden, ja, ein bisschen die Uhr in den Tee eintunken oder, wenn es nicht anders geht, das Uhrwerk mit Marmelade auffüllen. Herr Lauer, jetzt hören Sie mir einmal zu. Das ist die Uhr von meinem Opferdinger. Kennen Sie den Opferdinger? Der kommt alle 2 Wochen mit einer anderen Uhr daher. Wenn der nicht wahr hat, war er mal schon Konkurs gegangen. Das ist ein Uhrenfetischist, Herr Lauer. Der riecht das, wenn man auf seine Uhr mit 10 von mir tun pusht. Ja, wenn ich noch eh Zitrone drauf hat, das hätte ich nie gehabt. Hallo, jetzt sind Sie mal Goschel an, oder? Ich glaube, ich muss eine Arze schmeißen, Herr Lauer. Ich bin 35 Jahre alt, ich da arbeite, aber ich noch nicht so ein Blödsinn bleibt wie hier. Also gut, aber was am Rest? Ich habe ein bisschen viel aufgeregt. Aber bitte, die Uhr, die muss bis morgen fertig werden und ohne Senf, bitte. Ich habe das so lang. Ich bin so mir. Egal, muss man die Haken legen.